Alola und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon Ultrasonne. Heute geht es nicht direkt weiter in diesem Let's Play, sondern heute möchte ich euch etwas zeigen. Und zwar etwas richtig Cooles. Ihr könnt es schon den Titel entnehmen. Und zwar gehen wir heute auf Suche. Beziehungsweise ich werde euch zeigen, wie ihr mehr Starter-Pokémon bekommen könnt. Und zwar das, bevor ihr überhaupt die erste Insel verlassen habt. Und ohne einen zweiten DS. Heißt also, ihr müsst nicht irgendwie herumtauschen und dreimal das Spiel neu anfangen und dann alle Pokémon auf euren vierten Speicherstand oder sowas rübertauschen. Das braucht ihr alles nicht, sondern es geht ziemlich simpel und einfach. Ein erster Schritt ist, dass ihr mindestens so weit seid, dass ihr, wie in der letzten Folge bei mir zu sehen, Cosmog gerettet habt. Auf der Route 3, in diesem gelben Blumenmeer, wo ihr auch Lilly gefunden habt, das müsst ihr mindestens hinter euch gebracht haben. Dann könnt ihr schon die ersten Starter-Pokémon bekommen. Und zwar gibt es die Starter-Pokémon der ersten Generation, heißt also Glumanda, Shiggy und auch Bisasam. In Mele gibt es diese drei Starter-Pokémon. Auf den anderen Inseln gibt es dann andere Starter-Pokémon, die ihr gerade hier sehen könnt. Und ich werde heute, da ich in diesem Let's Play, das ist der Speicherstand des Let's Plays, auf Mele bin, müsste theoretisch Folge 12 sein, mir heute ein weiteres Teammitglied dazu packen. Und zwar ein Starter-Pokémon aus der Kanto-Region. Wie man das macht, werde ich euch heute zeigen. Gleiches, es funktioniert genauso mit den anderen Starter-Pokémon. Mehr Infos dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ich werde noch so ein bisschen natürlich hier erklären, wie das Ganze funktioniert. Aber mehr Infos, falls ihr nicht die Kanto-Starter haben wollt oder nicht nur die Kanto-Starter haben wollt, ihr könnt das mit allen Pokémon machen. Dann könnt ihr gerne in die Videobeschreibung gucken. Dort zeige ich euch dann alles, beziehungsweise habe ich alles ein bisschen detaillierter beschrieben für jedes Pokémon. So, da die Kanto-Starter aus Feuerpflanze oder jedes Pokémon-Starter aus Feuerpflanze und Wasser bestehen, habe ich mich entschieden, dass Glumanda, leider Gottes, ich wollte es so gerne haben, nicht in mein Team kommt, weil ich habe ja schon Flamiao, beziehungsweise es ist schon Mizunda, da lohnt es sich jetzt nicht, Glumanda reinzupacken, obwohl Glumanda und Bisasam meine Lieblingsstarter sind von den dreien. Und das heißt schon im Umkehrschluss, dass ich mich für Shiggy entschieden habe. Ich habe mich für Shiggy entschieden, weil ich Shiggy sehr selten benutze und es passt einfach in diese Alola-Region rein. Es ist eine Schildkröte, es passt so an den Strand, dieses Strand-Theme. Und deswegen versuchen wir heute, beziehungsweise werde ich euch heute zeigen, wie man einen Shiggy fängt. Wie gesagt, es funktioniert auch mit allen anderen Starter-Pokémon. Das Einzige, was sich unterscheidet, sind die Tage als auch die Fangorte. Genau. Was ihr als erstes machen müsst, das werdet ihr gerade sehen, vermutlich auf dem Bildschirm, ihr müsst QR-Codes einscannen. Dazu müsst ihr quasi in den QR-Code-Scanner gehen. Unten rechts seht ihr den gerade, also im Menü, auf den QR-Code-Scanner. Und dann müsst ihr nur noch quasi, jetzt seht ihr natürlich hier mein Setup gerade, das ist ganz schön witzig, die QR-Codes scannen. Diese QR-Codes seht ihr gerade auf dem Bildschirm, die könnt ihr immer und immer und immer wieder verwenden und dadurch 100 Punkte sammeln. Habt ihr diese 100 Punkte gesammelt, könnt ihr quasi auf diesen Scanner jetzt hier drücken und es wird auf Mele nach einem seltenen Pokémon gesucht. Und diese Silhouette könnte man vielleicht schon einem Pokémon zuordnen. Wir haben jetzt 60 Minuten Zeit, in der Meereshöhle nach einem mysteriösen, seltenen Pokémon zu suchen. Und das werden wir auf jeden Fall diese Folge noch tun. Da bei mir Montag ist, wird es ein Shiggy sein. Hätte ich am Sonntag quasi das gleiche gemacht, genau das gleiche, hätte ich ein Glumanda bekommen. Hätte ich am Freitag genau das gleiche gemacht, hätte ich ein Bisasam bekommen. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Wäre ich auf einer anderen Insel gewesen, beispielsweise jetzt auf Akala, hätte ich andere Starter-Pokémon, beziehungsweise ganz andere Pokémon in diesem Inselscanner bekommen. Und für alle, die das nicht kennen, das ist nicht irgendwie rumgecheatet oder sowas, das ist tatsächlich so gewollt und ich finde das sehr cool und deswegen wollte ich es auch in diesem Let's Play einbauen. Für alle, die ein paar mehr Starter-Pokémon einfach haben wollen, das ist ganz simpel und einfach. Also, gehen wir jetzt zur Meereshöhle und deswegen habe ich gesagt, muss man schon Cosmog gesehen haben, weil Cosmog befindet sich in der Meereshöhle. Oder hat sich in der Meereshöhle befunden, als Lilly hier stand und gesagt hat, oh, mein Cosmog ist verschwunden. Und dort gehen wir natürlich als erstes sofort hin. Wir haben 60 Minuten Zeit.
Die wollen wir natürlich ganz schnell nutzen. Und Wommel taucht auf. Das könnten wir eigentlich auch eben. Nee, das machen wir in Let's Play. Hier soll einfach nur gezeigt werden, wie es dann funktioniert mit den anderen Pokémon. Ich werde euch auch zeigen, wie man ein weiteres dieser Pokémon fängt, damit ihr seht, dass die QR-Codes auch öfters funktionieren als einmal. Und tobt euch aus. Also wenn ihr schon auf weiteren Inseln seid, könnt ihr natürlich andere Starter bekommen, wie vorhin gezeigt, beziehungsweise in der Videobeschreibung zu finden. Und nutzt es auf jeden Fall aus. Ich werde in meinem Team auf jeden Fall von jedem Pokémon-Typen, heißt also von Wasser und Pflanze, einen Starter nehmen. Wasser, seht ihr gerade, ist schon Shiggy und ein Pflanzenstarter werde ich auf jeden Fall auch in mein Team nehmen, weil ich einfach diese Änderung, diesen Inselscanner sehr, sehr cool finde. Und ich speichere mal zur Sicherheit ab, weil dieses Shiggy, das kommt nur einmal hier vor und ich möchte es nicht versauen. Wie ihr sehen könnt, bei mir ist auch gerade Montag, 27.11.2017. Deswegen taucht auch Shiggy auf. Und ist es das Shiggy, auf das wir alle gewartet haben? Nein, es ist Bothogel. Auch ein cooles Pokémon, ja, keine Frage, aber wir suchen nach Shiggy. Schafft ihr es nicht in den 60 Minuten, habt ihr auch verloren. Dann kommt es nicht nochmal wieder, müsst ihr genau das gleiche machen und ist ein bisschen blöd, deswegen versucht es sofort. Aber 60 Minuten müssen ausreichen, also so unlucky kann niemand sein, dass man in 60 Minuten es nicht schafft, das Pokémon zu finden. Schließlich ist es schon hier, nice! Der zweite Versuch hat schon gereicht. Hier ist es, Shiggy, das coole Pokémon aus der Kanto-Region. Das ich tatsächlich, also hatet mich so viel ihr wollt, ich fand immer, die Reihenfolge der Kanto-Starter war bei mir immer Glumanda, Bisasam und dann Shiggy. Shiggy ist ein echt cooles Pokémon und deswegen packe ich es auch in dieses Let's Play rein, in mein Team. Und vorher müssen wir es natürlich so ein bisschen schwächen. Genau, jedes dieser Pokémon, die ihr so erhält, beziehungsweise so fängt, fängt. Ich bin ein bisschen krank, deswegen komme ich auch schon auf ganz komische Worte hier. Hat Eierattacken, das möchte ich sagen. Heißt, bei Glumanda ist es beispielsweise Konter, bei Shiggy ist es schon Wasserdüse, was ziemlich cool ist. Es ist eine Prioritätsattacke und ich kann euch nur empfehlen, dasselbe auszuprobieren. Ich kann es nicht oft genug sagen, ich habe es ja letzte Folge schon mindestens 7-8 Mal gesagt, dass ich mich auf diese Folge genauso sehr freue und es bricht eiskalt aus. Bist du ein Frechdachs? Oh shit. Ja, das ist das Problem. Wuffels als auch Mizunder, die gerade in unserem Team sind, sind schwach gegenüber Wasser-Pokémon. Muss da so ein bisschen aufpassen. Aber ich habe noch 15 Pokebälle. Ich will das unbedingt im Pokéball fangen, weil Starter-Pokémon sind für gewöhnlich immer in Pokebällen. Ja? Nein! Oh, ich würde mich gerade freuen. Scheiße. Och nö. Komm, Shiggy. Ich glaube, es will einfach nicht in den Ball, weil ich gerade gesagt habe, dass es nur Platz 3 ist. Tut mir leid, Shiggy. Du bekommst einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen, wenn du in den nächsten Pokéball gehst. Ja? Ich meine, du kriegst einen Eintrag in die Hall of Fame rechts auf der Bildschirmseite. Das ist schon sehr viel wert. Das können Glumanda und Bisasam gerade nicht von sich behaupten. Im Moment. Also, das musst du auf jeden Fall ausnutzen. Komm, in einen Ball. Und das klappt, wie gesagt, bei jeder Generation, bei jeder Speicherstand. Und so oft, soweit ich weiß, wie ihr wollt. Also mit den gleichen Pokémon. Ihr könnt diese QR-Codes immer und immer wieder verwenden. Das werde ich euch gleich auch zeigen. Ich möchte nur eben diese Shiggy fangen. Damit es auch endlich mal reingeht. Verdammte Axt! Das nervt mich jetzt ein bisschen. Hat so fließend geklappt, ne? Alles sofort geklappt. Und jetzt auf einmal scheitert es daran, dass Shiggy nicht in einen verdammten Pokéball will. Willst du nicht in diesen wunderschönen Pokéball? Ist so geräumig und so schön. Ja. Ich sollte langsam aufpassen, wenn der jetzt einen Volltreffer landet. Wäre ich am Arsch gewesen. Bin und hätte und wäre ich am Arsch gewesen. Supertrank auf jeden Fall mal für das Mizunder. Damit es schön wieder volle KP hat und einen weiteren Versuch wagt. Aber wie gesagt, ich fand Shiggy. Ich hätte auch Bisasam nehmen können, weil mir fehlt ja auch ein Pflanzen-Pokémon. Aber ich habe mir gedacht, ich nehme Shiggy einfach, weil ich es so selten benutze.
oder benutzt habe, wenn ich mal Pokémon Rot, Blau oder Blattgrün und Feuerrot durchgespielt habe. Und außerdem passt es so gut in das Alola-Theme rein. Es ist ein Schildkröten-Pokémon. Schildkröten sind oft am Meer anzufinden oder meistens am Meer anzufinden und am Strand vor allem. Und deswegen, Shigi, das coole Schildkröten-Pokémon, wird ein Teil unseres Teams. Nice! Das Signal, das Pokémon, das der Inselscanner geortet hat, ist verschwunden. Und das bedeutet, dass wir Shigi gefangen haben. Und man hat es ja auch gesehen, dass Shigi nicht mehr aufzufinden ist, besser gesagt. Und hier ist es. Es hat ein, ja, neutrales Wesen ist jetzt nicht besonders gut. Es kann Wasserdüse, ist eine Eiattacke. Eine Priorität, Erschlagsquote ist sehr hoch. Prioritätsattacke wird das auch genannt. Panzerschutz, Aquaknarre und Tackle. Und jetzt werde ich euch, ich mache einen kurzen Schnitt und ich werde euch zeigen, dass es auch nochmal funktioniert. Mit den gleichen QR-Codes. Also bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich habe wieder die 5 QR-Codes eingescannt und gehe jetzt wieder in den QR-Code-Scanner und löse quasi die Codes ein. Dadurch muss ich wieder R oder A gedrückt halten oder auf den Touchscreen drücken, beziehungsweise auf das Symbol. Und hier ist eine Silhouette eines ziemlich bekannten Pokémons. Ich habe mich entschieden, dann doch Bisasam zu holen, weil Bisasam auf Route 2 ist und in dem Let's Play sind wir noch nicht auf Route 3 gewesen und ich will jetzt da nicht zu voreilig kommen. Glumanda werde ich vielleicht auch für das Let's Play fangen. Ich werde es nicht in mein Team packen, genauso wenig wie Bisasam. Ich wollte euch nur zeigen, dass es öfters funktioniert. Es funktioniert zweimal täglich. Der Grund dahinter ist, wenn ihr den QR-Code-Scanner dann quasi auspackt, dann seht ihr da oben Fotosymbole und zwar an der Zahl 10 Stück. Für gewöhnlich ist es so, dass ein QR-Code 10 Punkte bringt. Also wenn ihr einen QR-Code einscannt, wird eins dieser Symbole quasi farbig gemacht. Dann sind alle Symbole farbig, habt ihr quasi 10 QR-Codes eingescannt, ist das Maximum verbraucht. Dann könnt ihr quasi für den ganzen Tag keine QR-Codes mehr einscannen und nicht mehr Pokémon-Starter hinterherjagen. Heißt also, es ist auch so ein bisschen, ja, Glück und ein bisschen selten, diese Pokémon zu bekommen. Ihr könnt sie jetzt nicht einfach farmen, bis ihr 5 Pokémon-Boxen damit voll habt. Oh, und da ist es schon. Nice. Sehr cool. Ich finde Bisasam so schön. Aber nichts gegen Shigi und Lumanda natürlich. Genau, also die QR-Codes, die ich euch gegeben habe, geben 20 Punkte. Ich habe die im Internet gefunden, die habe ich nicht selber rausgesucht. Für gewöhnlich geben die nur 10 und deswegen gibt es auch 10 Symbole, dass man immer ein Pokémon mit dem Inselscanner, das wollte ich sagen, ich war da gerade Brain AFK, Entschuldigung, mit ein Pokémon mit dem Inselscanner fangen kann. Nun ist es eben so, dass man mit diesen Codes 2 Pokémon mit dem Inselscanner suchen kann. Wie ihr gerade gesehen habt, Shigi und dieses Mal Bisasam. Jeden Tag müsst ihr dann eben warten. Bisasam kriegt man nur Freitag. Alle anderen Pokémon, also ihr nehmt es ja schon dem Thumbnail und vermutlich auch dem Titel. Man kann auch die Starter aus der ersten Region, logischerweise, aus der dritten Region, aus der dritten Gen, heißt also Gekabor, Flamly und Hydropi, aber auch aus der sechsten Gen, heißt also Phoenix und Co., aber auch aus der vierten, genau, erste, dritte, vierte und sechste. Ihr findet alles dazu in der Videobeschreibung und falls ihr denkt, ja, ich finde die Pokémon-Starter cool, aber ich müsst das nicht unbedingt machen. Es gibt auch andere Pokémon, die ihr mit diesem Inselscanner, mit dieser Taktik auffangen könnt. Beispielsweise fällt mir gerade ein, was ziemlich cool ist und vielleicht auch ziemlich beliebt ist, Trassler könnt ihr auch so bekommen. Falls ihr denkt, oh, ich will gerne ein Galagladi haben oder ein Gardevoir, so bekommt ihr auch ein Gardevoir bzw. ein Trassler. Mit der gleichen Taktik. Ihr müsst dann nur die Tageszeit umstellen bzw. den Tag umstellen. Welcher das ist, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich glaube, ich habe das jetzt oft genug erzählt. Und 2 maximal pro Tag mit den QR-Codes, die ihr auch unten findet. Und genau, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Guide ein bisschen weiterhelfen. Ich finde es richtig cool, dass die das eingebaut haben. Dass man die Chance hat, andere Pokémon einzubinden in das Team, die man für gewöhnlich nicht einfach so bekommt. Und selten sind sie ja auch. Ich meine, man kann theoretisch einmal pro Tag ein Bisasam bekommen. Wenn man alle Codes verschwendet, dann natürlich zweimal. Beziehungsweise alle Codes pro Tag verschwendet, dann zweimal ist jetzt auch nicht die Menge. Ich hole mal Shigi raus. Ich kann mit Wuffles
nicht dieses Bidasam-Schwächen. Deswegen muss ich mal hier ein paar Taktiken rauspacken. Und lasst mich wissen, ob ihr es selber ausprobiert. Ich finde es sehr cool, weil ich nehme Shiggy tatsächlich in mein Team rein und ich werde damit das Let's Play fortführen. Ich werde mit Shiggy quasi Alola erkunden. Wie gesagt, ich fand es einfach vom Design und von Alola Design passend und deswegen habe ich es genommen. Nicht Bisasam. Und ich setze einfach mal Aquaknarre ein. Ich hoffe, das zieht nicht zu viel ab. Wir sind auf einem ähnlichen Level. Okay, das zieht ja gar nichts ab. Okay. Also ein bisschen... Grasfeld ist die Eiattacke bei Bisasam. Also, bei Glumanda müsste es Konter sein. Okay. Jetzt kommt dieser Tackle-Battle hier. Wie ganz zu Anfang, als man bei Pokémon Rot-Blau oder Feuerrot und Blattgrün quasi die Battles gemacht hat. Jetzt wechsle ich mal schnell wieder aus. Ging es ja auch immer nur Tackle, 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 Tackle und vielleicht mal ein Heuler oder sowas. Wobei ich glaube, Shiggy konnte immer Kratzer. Oder, nee, das war Glumanda, ne? Der Kratzer konnte. Oh, jetzt setzt der Grasfeld ein. Jetzt heilt er sich ein bisschen wieder hoch. Und ich werde es öfters im Let's Play machen, dass ich dann mal ein paar versteckte Inselscanner-Pokémon euch zeige, die ich persönlich interessant finde. Aber ich werde keine weiteren mehr im Team nehmen, außer ein Pflanzenstarter. Der muss noch ins Team, weil ich habe da so ein Pokémon im Petto, sage ich mal, das ich gerne dabei haben wollen würde. Und das muss da so ein bisschen rein. Vor allem, wenn man die Chance hat, dann muss man das auch nutzen. Mit anderen Pokémon-Startern Alola erkunden ist einfach geil. Also ich finde die Idee einfach geil. Und hier ist es. Bisasam wurde gefangen. Zweiter Starter geht an uns. Shiggy erhält ein bisschen XP, Wuffles als auch Mizunda. So, Bisasam wurde in mein Team aufgenommen. Natürlich hat Rotom noch keinen Dex-Eintrag dafür, weil wir noch nicht den nationalen Dex haben. Dex haben, genau. Und... Entschuldigung, gerade war ich irgendwie komplett beim Kartenspiel oder sowas. Dex, nicht Dex. Also Dex mit CK und nicht mit X. Aber das tut's nicht zur Sache. Ich hoffe, dieser kleine Guide hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr nutzt das auch, weil wie oft bekommt man die Chance, mehr Starter am Anfang der Folge, am Anfang des Let's Plays zu haben? Ich meine, ich habe noch nicht mal Haller besiegt. Das ist der Speicherstand meines Let's Plays von der 11. Folge. Und das ist schon sehr geil. Muss ich einfach mal so sagen. Vor allem, wenn man dann die Kanto-Starter von Anfang an mitbekommt. Das ist einfach so ein bisschen Oldschool-Feeling mit rein und ich habe richtig Bock auf dieses Let's Play. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch das in diese Folge rein, beziehungsweise in die nächsten Folgen. Wird sicherlich spannend mit Shiggy und Co. Und ich wünsche euch noch einen verdammt schönen, ultrasonnigen Tag. Ich bin raus. Peace out.